Hallo, na, willkommen zurück zur Wikipacker WG. Live vom Kongress. Live vom Kongress. Wir haben Lukas da. Lukas ist back. Lukas was hier 15 minutes Lukas ago. war vor 15 Minuten erst hier Now und jetzt ist er he's wieder da talking und about jetzt wird er Lilypond über and Lilypond reden. Lilypond ist Latech, but for Latech, this aber für den conference, Notensatz I und hope you'll have fun. ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich möchte einfach ein bisschen über Lilypond reden, was ein großartiges Programm ist, das rein Text in wunderschöne Musiknoten umwandelt. Und das ist das Ergebnis, das, was ihr hier unten seht, ist das Ergebnis des Codes da oben. Und ihr könnt versuchen herauszufinden, was wohin gehört. Es ist freie Software natürlich. Es nimmt Plaintext als Input, was bedeutet, ihr könnt den Code in ein GitHub-Repository legen und Kommentare hinzufügen. Der Output ist PDF oder MIDI, wenn ihr es euch anhören wollt. Oder ihr könnt es sogar in LaTeX oder TechInfo-Dokumente integrieren, zum Beispiel auch Slides, so wie diese hier, die mit LaTeX Beamer erstellt sind. Und das funktioniert perfekt. Lass uns mal mit ein paar der Syntaxelementen anfangen. Es ist relativ einfach, eine Note mit einem bestimmten Notennamen einzubauen. Benutzt man die amerikanischen Notennamen, also A, B, C, D, E, F, G, A. Ihr schreibt also diesen Buchstaben und bekommt eine Note. Und der Relativmodus bedeutet, dass jede Note so nah wie möglich an der vorherigen Note ist. Ihr seht zum Beispiel, dass das A am Anfang und am Ende der gleiche Input ist, aber sie verschiedene Noten ergeben. Das zweite A ist also eine Oktave über der ersten Note. Und um die Dauer einer Note anzugeben, zum Beispiel für eine Viertelnote benutzt man die Zahl 4 dahinter, für eine Sechzehntel eine 16. Wenn es eine punktierte Note ist, dann fügt man einen Punkt hinzu. Das heißt, da ist relativ viel ASCII-Art drin, das ist ein bisschen niedlich. Und wenn es ein bisschen komplizierter ist, zum Beispiel wie die Triole da am Ende, dann benutzt man die Syntax Backslash Tuplet. Das ist so LaTeX inspiriert. Und ich vermute, das hat angefangen als furchtbarer Hack, um LaTeX dazu zu bringen, diesen Notensatz ausgeben zu können. Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass das nicht funktioniert und hat das in C ordentlich nachgebaut. Aber die Syntax ist immer noch dieselbe. Im relativen Modus versucht eine Note also so nah wie möglich an der vorherigen zu sein. Zum Beispiel, wenn ich nach diesem G einfach ein C eingeben würde, dann wäre das hohe C, weil das näher an dem G ist. Aber in dieser Melodie will ich natürlich das niedrige C haben und dafür benutze ich dieses Komma dahinter. Und um dann wieder zum höheren G zurückzukommen, benutze ich ein Apostroph dahinter. In diesem Font funktioniert das sehr gut, weil die Zeichen sehr ähnlich aussehen. Im Deutschen sagt man ja auch gerne Hochkomma dafür und so gibt das ein bisschen Sinn, weil diese Noten in diesen Oktaven hin und her springen und irgendwann bekommt man ein Gefühl dafür, wann die Noten wohin gehören. Aber man kann es auch einfach neu kompilieren, das dauert nicht so lange. Wenn man die Noten irgendwie weiter modifizieren möchte, wenn man zum Beispiel B oder ein Kreuz davor setzen möchte, dann ist die Standard Notation dafür, ein IS oder ein ES zu verwenden. Das ist das Gleiche, was man im Deutschen benutzt. Das ist natürlich sehr praktisch. Aber das bedeutet nicht, dass sofort ein Kreuz davor gesetzt, sondern es bedeutet, dass logisch in der Musik ein Kreuz da ist. Aber weil natürlich das Kreuz schon Teil des Schlusses ist, das Ganze ist in E-Moll notiert. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall ein Fis. Das heißt, wir müssen gar kein Vorzeichen machen. Wenn wir aber ein F haben ohne Vorzeichen, machen wir einfach den Vorzeichnungsaufheber. Der wird dann automatisch eingefügt dadurch. So what you put in is kind of the logical real music
Was du also eingibst, ist das die richtige logische Musik, wie sie auf dem Klavier gespielt würde. Und Lilypond passt dann automatisch an, wo Vorzeichen oder Vorzeichenaufheber eingefügt werden müssen. Manchmal sind diese Sachen also in Klammern, manchmal nicht, aber all das ist der Job von Lilypond. Aber die Aufgabe ist einfach, dass du diesen Text eingibst und Lilypond macht dir einen schönen Output. Aber man kann das Ganze auch ein bisschen alberner machen. Ich wollte hier zum Beispiel einen größeren Notenkopf haben und das ist also ein Zeichen in einem speziellen Font, das mit Lilypond kommt, das also in diese PDF-Datei eingebettet wird. Und wenn ich 4 zu der Schriftgröße hinzufüge, dann bekomme ich einen größeren Notenkopf. Oder angenommen, ich will alle Notenköpfe in einer bestimmten Farbe haben, zum Beispiel dunkelrot, dann kann ich das machen. Oder wenn ich diesen Bogen so umbiegen möchte, dass er über den Noten ist, anstatt darunter, dann kann ich das machen. Oder ich kann auch eine kubische Bézier-Kurve einfügen, beziehungsweise das sind die, Bögen sowieso schon. Das ist ein bisschen albern, aber wenn du zum Beispiel eine Partitur hast, wo man so, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, aber dieses Dingens hat, was eine Z-Kurve macht, dann kann Lilypond das rausfinden und dann kannst du sagen, ich möchte, dass diese Kurve genau so aussieht. Und du kannst sogar noch weitergehen. Hat irgendjemand im Publikum diese Syntax schon mal gesehen? Ja, Lisp. Es ist ein Lisp-Dialekt namens Scheme. Das heißt, man kann komplette Scheme-Programme in seine Noten einfügen. Und hier sage ich, dass die Farbe jedes Notenstamms von diesem Lambda kontrolliert werden sollte. Das nimmt also ein grafisches Objekt und das vergleicht die Richtung des Stamms mit ab, und wenn es ab ist, dann sind die rot und ansonsten blau. Das ist total unnütz, aber es ist sehr lustig. Und du kannst noch viel weiter gehen. Das ist eine Monstrosität, die ich geschrieben habe, weil ich das hier erzeugen wollte, wo ihr rechts seht, da sind die gleichen Noten zweimal. Einmal auf einer Basis und dann eine Oktave drüber, und ich wollte diese Noten nicht jedes Mal neu hinzufügen, weil das 2 Minuten gedauert hätte, und deswegen habe ich 1,5 Stunden darauf verwendet, diesen Code zu schreiben, der beliebige Melodie nimmt, der da durchgeht und für jede Note eine Kopie erzeugt, die irgendwo hier ist, ja, und setzt die Höhe auf irgendwas anderes und nimmt einen Teil der Zeichen, aber nicht alle. Wir brauchen zum Beispiel einen zweiten Bogen, aber keine zweite Fermate, und dann kannst du das nehmen und sogar auf Stack Overflow werfen. Und das ist, was ich an Lilypond sehr mag, ist, dass es dieses ganze Spektrum zwischen einfacher Musiknotation und kompletter Programmierung abdeckt. Das heißt, am Ende des Tages kann ich einfach irgendwelche Noten aus der Public Domain nehmen und sie transkribieren. Das ist nicht viel Arbeit, aber wenn ich möchte und darauf Lust habe oder einfach ein bisschen Spaß haben möchte, dann kann ich das ganze Programmierungsdings machen und Monster so wie dieses hier schreiben und es dazu zu bringen, auszusehen, wie ich möchte. Und das mag ich an Lilypond sehr gerne. Und wenn ihr darüber mehr herausfinden wollt, dann sind hier 2 Handbücher. Ich habe sie von vorn nach hinten durchgelesen. Das Snippet Repository ist noch cooler. Das ist einfach eine große Sammlung kleiner Schnipsel von Lilypond Code und sie sind alle CC0. Das heißt, ihr müsst euch keine Gedanken über Namensangabe machen. Und wenn ihr euch überlegt, dass ich beliebigen Code auf fremden Computern ausführen kann, ja, es ist nicht mein Computer. Das heißt, das ist nicht mein Problem. Das ist alles, was ich habe. Ich habe auch schon keine Zeit mehr, aber vielen Dank. Yeah.